Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einsteininho und heute spiele ich für euch Tristana. Das Wichtigste, wie man zuerst League of Legends ist kostenlos und der Link zum Download befindet sich in der Informationsbox. Wir schauen uns schnell die Teams an. In unserem Team haben wir Gangplank, gespielt von Garionako, Sejuani im Jungle, gespielt von Givermine, Blitzcrank als Supporter, gespielt von B4B, meine Wenigkeit als Tristana und Lux, gespielt von Bordeberelli. Im gegnerischen Team haben wir Rumble, gespielt von Akessia, Warwick von N4, Jelly Batch im Jungle, und Vladimir, gespielt von Kurzen, Soraka, gespielt von Anarchie und Ash, gespielt von Key3 Gohuya. Interessanter Name. Ja, jetzt also das erste Let's Play nach der Intel Extreme Masters in Kiew. Ich denke, die meisten von euch werden die ja auch verfolgt haben und wie ich finde, haben sie auch in Moskau 5 einen würdigen und auch einen ja sehr dominierenden Sieger gefunden, auch wenn Team Solo mit im Finale ja doch ein Spiel auch recht überzeugend für sich entscheiden konnte. Da hat man, glaube ich, eigentlich auch ganz gut gesehen, wie nah die Teams beieinander sind und wie wichtig da der Start, First Blood, First Dragon, wie auch immer, für so ein Spiel dann doch sind. Und heute also mit Tristana nochmal ein AD Carry. Jetzt nicht mit einem richtigen Support hier unten auf der Lane, sondern mit Blitzcrank. Ich ärgere jetzt wahrscheinlich gerade alle Support-Blitzcrank-Spieler. Aber sustain-technisch ist er ja eigentlich nicht so gut, ne? Da er ja heal-technisch mal überhaupt nichts dabei hat. Aber mit seinem Grab und seiner Power Fist ist natürlich dann doch zumindest einiges an CC voran, was natürlich mir dann auch zugute kommt. Ja, unsere Sejuani wird also jungeln und fängt bei Blue, glaube ich. Ja, sie fängt bei Blue an, genau. Und wer es gerade mitgekriegt hat, hat es mitgekriegt. Ich habe es gerade irgendwie verpennt. Auch die ganzen Emotes, Dance hast du nicht gesehen und so. Vielleicht bis es jetzt gleich losgeht mit den Creeps, wie man am Anfang ist, ja, nur wildes CSen, kurz. Die Fähigkeiten von Tristana. Ihre Passive ist Draw Beat. Da erhöht sich mit jedem Level, glaube ich, vielleicht aber auch nur alle drei Level, ich weiß nicht, auf jeden Fall erhöht sich da ihre Reichweite und sodass die am Ende doch relativ hoch ist. Mir fällt zwar gerade die absolute Zahl ein, aber vielleicht, wenn ich gleich dran denke, gucke ich zu einem späteren Level nochmal, wo wir dann angekommen sind. Beziehungsweise kann ich auch bei Level 2 schon mal gucken, ob ich vielleicht um 3 erhöht sich das, glaube ich, ich weiß es aber nicht mehr genau, das werden wir gleich hier sehen. Dann ihre Q-Fähigkeit ist Rapid Fire, das ist quasi eine Attack Speed Buff für 7 Sekunden, da wird ihre Angriffsgeschwindigkeit um 30%. Ihr W ist der Rocket Jump, da kann sie also quasi, schießt sie sich selber in die Luft, wenn wir jetzt gerade auf dem Top-Bench und das Blatt gezogen haben, das ist also schon mal ganz gut für uns, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Bei Rocket Jump schießt sie sich quasi selber in die Luft und dann quasi zu einer Zielposition und macht da magischen Schaden. Und slowt Gegner, die sie da im trifft, Umkreis für 2,5 Sekunden um 60%, ist also ein ziemlich effektiver Slow. Und das Gute ist, wenn sie also an einer Champion-Tötung beteiligt ist, also Kill oder Assist, dann wird der Cooldown resettet. Das heißt, man kann also auch schon mal ganz gerne auf einen Champion mit ganz wenig AP noch einfach drauf hüpfen. Dann wird das Ding resettet, wenn er stirbt, und man hüpft einfach wieder raus. Gerade zum Tower Diven auch sehr gut geeignet. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt während des Spiels hier schon mal gemacht habe. Ja, unser Gangplank ist um auf Sommel noch ein bisschen am Fehlen, man weiß es nicht genau. Ah, okay, um 9 erhöht sie es sogar. Das ich jetzt hier gerade fest. Das heißt, bei Level 18 ist man dann ungefähr bei, ich habe keine Ahnung, 160 um die Ecke mehr. Was dann schon ganz gut ist. Ja, und ihre E-Fähigkeit, passiv-aktiv, habt ihr gerade auch teilweise schon in Aktion gesehen. Das ist der Explosive Shot, da habt ihr nämlich gerade gesehen. Das heißt, passiv, wenn sie einen Feind tötet quasi, dann explodiert der Gegner quasi und macht AOE-Schaden.
in der näheren Umgebung und sie kann das Ding auch aktivieren, dann schießt sie quasi eine etwas größere Kugel auf den Feind. Jetzt ist es vielleicht auch gerade da, genau, da habt ihr sie gerade auch gesehen und da wird dann Healing, also die Heilung und Lebensregeneration um 50% reduziert und sie macht auch noch 140 mal Schaden insgesamt über 5 Sekunden. Und ja, ihre ultimative Fähigkeit ist der Buster Shot. Da schießt sie eine richtig fette Kanonenkugel, die auch richtig fetten magischen Schaden macht und auch den Gegner noch quasi wegschießt von ihr, was manchmal sehr hilfreich sein kann. Man kann natürlich auch den Gegner dann in Richtung seines Towers zum Beispiel schießen, man kann natürlich auch verkacken. Da habt ihr zum Beispiel gerade auch gesehen, mit dem Explosive Shot kann man natürlich auch schön die Gegner ein bisschen resen, wenn sie nämlich neben dem Creep stehen, der dann gerade explodiert. Am Anfang ist mit Tristana Farm noch nicht ganz so chillig. So, jetzt hat hier unser Gangplank mal wieder Schaden gemacht. Das habe ich auch direkt mal hier Rapid Fire aktiviert. Jetzt geht unsere Sichuani rein. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so clever. Aber ich denke, jetzt gleich können wir einfach mal Tower damit. Jetzt wäre zum Beispiel so eine Phase einfach mal mit warum sie jetzt drauf geht, weiß ich nicht genau. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass sie da reingehen wird und hier jumpen dann noch drauf. Und theoretisch hätte ich jetzt schon wieder rausjumpen können. Hat aber kein Mangel. Dumm gelaufen. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt mal den Kill an Ash bekommen. Was natürlich für mich schon mal ganz gut ist. Jetzt habe ich unten einen doch kleinen Vorteil schon gegenüber Ash und kann jetzt auch während sie tot ist, dass man ein bisschen CS-Rückstand aufholen, den ich mir schon eingefangen habe. Wie gesagt, am Anfang ist das Farmen mit Tristana noch nicht ganz so schnell. Jetzt soll ich aufpassen, dass es mich hier Soraka nicht wegnagelt. Wegnagelt in Anführungszeichen. Egal, aber am Ende, wenn man dann Explosive Shot auch auf einem etwas höheren Level hat, dann springt er da rein und die Dinger explodieren natürlich dann auch schon mit etwas mehr Schaden und fallen dann quasi alle gleichzeitig um. Das geht also ganz gut und ihr seht aber eigentlich auch jetzt schon, wenn man da jetzt hier immer schön reinschießt, der nächste und der letzte auch noch und denke ich, jetzt bin ich ungefähr wieder auf dem gleichen Level wie Ash, so sieht es nämlich aus. Auf der Top-Line, also Sichuani, ist hier eigentlich ganz gut dabei mit Ganken. Ich habe das noch selber mal in Jungle gespielt und bin irgendwie total kolossal fatal gescheitert. Aber sie scheint eigentlich gut dabei, ist auch leveltechnisch nicht irgendwie zurück oder so. Gangplank ist so jetzt gerade Level 6 geworden, habe ich gesehen. Ja, schade, der Rocket Grab hat nicht getroffen. Aber in der Mitte hat Lux Vladimir getötet. Das ist schon mal ganz gut. Farmtechnisch war sie nämlich jetzt auch ein bisschen dahinter, könnte jetzt auch mal wieder etwas aufholen. Ich bin jetzt hier ein bisschen low on life, würde ich mal spontan behaupten. Deswegen mache ich jetzt ja auch mal ein paar Autotext mehr, um mich damit ein bisschen Lifestyle von Dorans Klinge auch mal wieder etwas hoch zu heilen. Und jetzt wieder nämlich den Effekt hier von Explosive Shot. Da kann man so eben dann relativ schnell eigentlich wegfarmen. Zwar dann vielleicht doch nicht so gut wie eine Ash. Ja, die ist eigentlich schon ganz gut dabei mit den Last Hits. Super, kann direkt nochmal gesilenced. Ja, wir farmen hier unten erstmal ganz lustig und dann denke ich, wird Sichuani vielleicht auch irgendwann nochmal vorbeikommen zum Ganken. Und momentan ja auch Gott sei Dank noch nicht aufpassen jetzt hier großartig auf den Crystal Arrow von Ash. Jetzt haben wir hier mit CD gesehen, dass Warwick angefangen hat, hier den gegnerischen Blut zu machen und deswegen rennen jetzt auch Sichuani und Blitzcrank direkt mal hin. Hat der Rocket Grab getroffen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie schön den gegnerischen Warwick, beziehungsweise den gegnerischen Jungler, haben ja nur einen Warwick, da abgegriffen und Sichuani hat sich den Blue Gold. Sollte jetzt allerdings da mal zurückgehen, deswegen ping ich auch, weil auf dem Botlane gerade beide verschwunden sind. Wahrscheinlich jetzt in ihre Richtung unterwegs waren, jetzt sind sie aber wieder zurück auf der Lane. Und deswegen kann ich das noch weitermachen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt hat hier sehr schöner Grab von
nach, wie heißt er? Blitzcrank, so heißt er. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen früher noch mein Rapid Fire machen sollen. Und vielleicht auch meine Exhaust, dann hätten wir vielleicht schon gesagt. Echt dazu töten. Ich hatte meine Ulti sogar noch und hatte sogar relativ viel Mana, die ich das geschafft habe. Weiß ich gar nicht. Ich fand ich in letzter Zeit relativ sparsam gewesen mit den Fähigkeiten. Mal gucken, da kommt Ash wieder. Wieder ein schöner Grab. Ja, da kriege ich jetzt leider mal volle Kanne, die ah, schade, das war ich wahrscheinlich leider nicht. Jetzt Kartos Ulti wäre natürlich super. Habe ich gerade, warum sie da jetzt wieder reingeht, weiß auch kein Mensch. Wir haben ja alle irgendwie keine HP mehr. Ich habe auch keinen Mana mehr. Bot. Was will ich denn sagen? Mit Bot, you want triple kill, I guess? Ja, das wäre ein Traum, wenn sie jetzt hier Triple Kill machen könnte mit ihrem Laser. Ja, Sejuani stirbt schon wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn in der Mitte ist Vladimir gerade nicht zu sehen. Warwick auch nicht. Aber ich denke, da sollten wir jetzt mal reinkommen, genau. Und wir werden uns jetzt, glaube ich, alle erstmal zurückporten. Ich habe, glaube ich, genug Geld für ein VF-Sword, wobei ich nicht genau weiß, ob ich mir das jetzt hole oder Berserk Grease und die Pickaxe. Ich glaube nämlich sogar zweiteres. Wir werden es jetzt sehen. Nach einer kurzen Denkpause. Denk, denk, denk. Ja, scheint so. Berserk Grease und die Pickaxe. Scheiße. Dann zwar auch jetzt schon als Vorbereitung für eine Infinity Edge. Und vor allen Dingen halt auch dann ganz gut für etwas mehr Damage Output. Also jetzt mittlerweile bei, wo steht's denn? Bei 103 AD, Ash ist bei 97. Da sind wir also jetzt eigentlich schon einiges höher als Ash. Ash hat ja noch keinen Kill, das ist schon mal ganz gut. Und ihr seht, jetzt kann ich mich einfach schon mal dahinstellen und zip, noch einer und der nächste. Also den habe ich so nicht getroffen, aber den kriege ich noch, den kriege ich auch noch. Soraka wahrscheinlich gerade oben beim Warden. Ja, Ash ist hier wirklich auch nur am Pushen. So, jetzt geht hier Blitzcrank drauf. Weiß nicht genau. Ja, sehr schöner Grab. So, dann gehe ich jetzt mal nach da. Zirp, schießt sie erstmal lustig in die Richtung. Das war jetzt nicht so intelligent. Aber egal. Ja, Blitzcrank rennt jetzt da noch hinterher. Sie slowt ihn auch die ganze Zeit. So, jetzt kommt eine, wenn ich mich richtig erinnere, totaler Fail Rocket Jump über die Wand, genau, weil ich nämlich irgendwie volle Kanne einfach in die Wand renne. Und wir kriegen sie nicht und wir kriegen sie nicht. So, jetzt hat Sejuani es scheinbar aber auch gemerkt, dass da noch eine Ash kommt. Und deswegen, ja, genau, da kam ich dann jetzt aber endlich mal der Grab von Blitzcrank. Jetzt werde ich hier aber einen Doppelkill landen, denn Vladimir hat sich da zu weit in uns reingehaut und gegen 4 und Warwick ist aber einfach abgedreht. Das war jetzt auch nicht sonderlich intelligent, muss man sagen. Ich werde jetzt die Zeit hier unten nutzen, um schön die Creeps abzufarmen. Ja, zip. Noch einer und noch einer. Ja, irgendwie beschweren sich Top und Midlaner darüber, dass Sejuani nach ihren Ganks dann immer noch auf der Lane bleibt und CS klaut. Sollte der Jungler jetzt auch nicht unbedingt machen, haben sie natürlich auch recht. Aber nichtsdestotrotz denke ich, Sejuani gankt eigentlich schon ganz gut, denn Warwick habe ich bis jetzt zumindest hier bei uns unten noch nicht in Aktion gesehen. Farmtechnisch bin ich auch mit Ash immer noch gleich auf, allerdings schon mit 3 Kills quasi im Vordertreffen, also Hintertreffen kenne ich, Vordertreffen kenne ich jetzt noch nicht, egal. So, zip, da kriegt Blitzcrank direkt mal den Arrow ab von Ash, warum weiß ich jetzt nicht, also sie wollten wahrscheinlich auf mich gehen, aber selbst wenn ich den abgekriegt hätte, hätte das jetzt glaube ich auch nicht so viel Unterschied gemacht. Und ja, mittlerweile mache ich dann auch immerhin schon, so, mal hier Soraka wieder den Heal Reduce drauf gedrückt. Ein schöner Crit. Das ist nämlich auch das Gute, dann am Ende crittet man ja einfach weg und dann explodieren die Creeps einer nach dem anderen und ja, die Lane ist weg.
Sejuani oben wieder gegankt. Jetzt bleibt sie wahrscheinlich. Nee, doch, jetzt geht sie relativ zügig wieder. Okay. Jetzt hier Ash. Scheinbar gerade das Bedürfnis, mich etwas zu resen. Da kommt jetzt Warwick. Den habe ich aber dummerweise nicht gesehen. Deswegen ist es jetzt ganz gut, dass Warwick den da weghaut. So, ich setze mal noch da meine Heal Reduce drauf und komme glücklicherweise gerade noch weg. Komme jetzt auch erstmal zurück. Bedanke mich, glaube ich, jetzt auch noch bei Blitzcrank. Denn er hat mir da so ein bisschen den Arsch gerettet. Grab ging zwar vorbei, weil Warwick gerade in dem Moment seine Ulti gemacht hat, aber egal. Das hat dann trotzdem raus. So, jetzt hier auch schön mit das könnte jetzt nicht so gut ausgehen für auch. Da kommt noch mal ein Heal, aber ich denke, den dürfte sie jetzt noch abgreifen, genau. So, jetzt können wir mal rumdrehen und sich mit Ash befassen, die wahrscheinlich jetzt aber hier noch genau, jetzt ist nämlich zu greedy und stirbt wahrscheinlich jetzt noch. So sieht's nämlich aus. Das war jetzt nicht so gut gemacht. Da wurde sie nämlich, schreibe ich nämlich auch, ein bisschen übermütig und hat angefangen da Smooth 3 aufnehmen zu wollen, was jetzt nicht so gut war. Egal, ich war in der Zwischenzeit zu Hause, habe mir schon den Cloak of Ability geholt für Crit und mein Prick Scepter für noch mehr Lifesteal, damit ich jetzt auch hier dann auch ein bisschen länger auf der Lane bleiben kann, sie mich etwas effektiver dann auch wieder hochfarme. Ash seltsamerweise hier noch auf der Lane geblieben. So, Blitzcrank wird jetzt auch anfangen hier großflächig zu warden. Ich weiß gar nicht, ob das gegnerische Team hier oben überhaupt gewardet hatte, denn normalerweise hätten sie sich sonst da gerade etwas schneller zurückziehen müssen, als sie gesehen haben, dass der Blitzcrank da kam. Der wird jetzt hier allerdings von Warwick verfolgt und da kommt auch noch Soraka. Jetzt mache ich erstmal hier mein Rapid Fire an. So, jetzt hat hier Soraka schön den Rocket Grabber bekommen. Ich denke, werde jetzt mal die genaue Richtung für Soraka hüpfen. Kriegt zwar jetzt hier die Ulti ab von Warwick. Jetzt sollte Blitzcrank kommt natürlich nicht mehr weg da. Jetzt habe ich unten auch ein kleines Problem. Jetzt ist aber hier oben ist der Sejuani hinter Ash und hinter Soraka. Ja, die sollte aber jetzt einfach mal sehen, dass sie da wegkommt. Wird er wahrscheinlich jetzt nicht, weil nämlich jetzt Vladimir auch noch kommt. Dann kriegt ja noch den Ash die Ash-Ulti ab. Na, vielleicht kann sie zumindest Ash noch holen. Nein, wahrscheinlich nicht. So sieht's aus. Ja, auch wieder zu greedy. Und dass die jetzt da Lux flammt, ist natürlich totaler Quatsch. Weil Lux ja quasi bei uns erscheinen sollte, da sollte ich jetzt vielleicht mal zur Hilfe kommen. Was ich auch tue. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner jetzt hier rumhauen. Auf jeden Fall sind hier gerade alle 5 Gegner auf der Botlane. Das ist eine kritische Situation gerade, weil wir jetzt auch keine Vision haben jetzt bei unserem Red Buff etc. Aber dafür kann Gegner halt oben fröhlich munter pushen. Jetzt gar nicht, da kümmert sich auch irgendwie gar keiner drum. Doch, jetzt kommt Rumble mal so langsam an, aber der Tower ist ja auch schon down. Also der erste Tower ist sowieso schon down. Ich denke mal, jetzt war ja da auch nicht mehr so viel. Jetzt beginnt auf jeden Fall hier unten mit Tristana das fröhliche Farmen. Wir haben sie jetzt auch schon 15, 16 CS vor Ash. Ja, Gangplank hat halt etwas mehr, aber auch unser Midlane hat eigentlich weniger. Der Vladimir hat eigentlich auch ganz gut gefarmt. Jetzt in der Mitte Ash gegen 2. Gangplank klaut jetzt hier erstmal den gegnerischen Red, das ist ganz gut. Und ich denke, wir werden jetzt erstmal gleich den gegnerischen Tower anreißen. Da kriege ich natürlich ein paar schöne Treffer ab von Ash. So, jetzt hat Gangplank hier leider wieder den Arrow abbekommen, deswegen muss ich Ash jetzt hier erstmal wieder zurückschießen. Spring jetzt auch drauf, Exhaust. Und
Ein fucking Hit. Na, das war jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich nämlich hier ein Problem, dass ich nämlich jetzt hier schön die Ulti von Warwick abbekomme. Wenn ich jetzt hier auch noch sterben werde. Ups, so sieht es nämlich aus. Ja, und Sejuani kommt dann noch hier von Blitzcrank. Aber ich vermute, auch Blitzcrank wird jetzt hier noch rausgehen. Ja, jetzt sind die ganz gut, wenn Sejuani ein bisschen mehr Damage machen würde. Was sie aber nicht tut. Gut, das Vorwärtsflashen hätte sie sich jetzt vielleicht sparen können. Egal. Na, ich dachte, too late GP, weil die Ulti ein bisschen spät kam. Entschuldigt sich sogar. Erstaunlich, erstaunlich. Egal, ich spare weiter auf mein Infinity Edge, beziehungsweise erstmal auf mein BF Sword. Weil jetzt noch nicht trotzdem erstmal hier munter weiter farmen, während jetzt wahrscheinlich hier Ash während jetzt hier Warwick und Ash im Verbund mit Soraka noch Sejuani da wegholen, aber auf jeden Fall Gangplank hier auf der Top Lane. Rubble weggeholt und Lux in der Mitte auch Vladimir, das heißt unsere beiden Solo-Lanes sind hier wirklich cool unterwegs. Okay, Gangplank jetzt gerade zum ersten Mal, aber auch 3 Assists hat scheinbar Sejuani bemerkt, weil die Kills abgestaubt und wahrscheinlich geht jetzt hier oben der Top Tower auch down. Da kommt jetzt noch eine richtig große Krippe. Okay, jetzt kommt erstmal der Ash Arrow. Ist die Frage, wo jetzt genau Ash da war. Egal, wir sind jetzt hier auf jeden Fall froh und munter am Farmen. So. Da wieder durch den Explosion Start und noch einer und noch einer und einmal alles abgeräumt. Jetzt Rapid Fire aktiviert und dann einfach auf den Tower und der hat dann auch hinter sich. Sehr gut. Das Damage schon mal auf den äußeren Lanes beide Tower down. So, jetzt wird wahrscheinlich hier dummerweise unser Gangplank sterben. Ja, scheint so. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Egal, wir gehen jetzt auch erstmal jedenfalls in die Mitte. Ja, kam leider der Hawkshot von Ash, sodass sie uns da wohl doch gesehen haben. Ich sollte jetzt hier mal ein bisschen aufpassen, denn da kommen noch ein paar mehr. Egal, auf jeden Fall, Sorak bricht jetzt erstmal direkt richtig den Schaden ab. Hat zwar jetzt auch schon direkt hinter sich. Ich hab direkt mal noch hinterher. Werde wahrscheinlich jetzt nehmen noch nicht mal meine Ulti, habe auf jeden Fall mal wieder einen Double Killer abgestaubt. Sehr gut. Gegner fokussen mich jetzt auch nicht wirklich. So, wir sollten jetzt nicht auf Sejuani gehen. Natürlich geht sie trotzdem auf Sejuani. Ich weiß nicht genau warum. Ja, ich vermute, sie wird da jetzt auch nicht mehr wegkommen. Da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr hinzulaufen. Das war halt mal wieder total sinnfrei. Einfach da reingerannt. Anstatt einfach auf den Tower zu gehen mit 3 Mann, meint sie dann ganz zwingend noch einen Killer zu stauben. Das ist halt, ne, ich habe 5 Kills, ich kann wer weiß was erreichen, aber nein, du bist auch schon 5 Mal gestorben. Whatever. Ich könnte jetzt eigentlich mal nach unten gehen. Ja, no need to engage. Hat sie wohl recht. Ja, Warwick kriegt da auch richtig dick Schaden. Ja, schade, das hat leider nicht getroffen. So, ich weiß nicht. Ich dachte, Warwick springt mich jetzt schon wieder an. Das unterlässt er aber jetzt erstmal. Jetzt auch noch Soraka Mitte. Ich habe Luke vielleicht noch hier. Okay. Zip. Soraka hat sich ein Oracle gekauft und macht jetzt hier auf jeden Fall schon mal über das Zeug weg. Ich kriege jetzt hier schön die Ulti von Alna. Ja, da hätte ich vielleicht noch meine Ulti gebrauchen sollen. Egal, auf jeden Fall werden wir da jetzt mal schön 3 Kills abstauben. Dafür opfert man sich ja dann doch halbwegs gerne. Natürlich eher ungern, aber dafür ist es dann okay. Die haben mich ziemlich rausgefokust. Ja, auch da wieder einfach sinnlos schon mal zuerst in den Tower rein.
Aber ich denke, der dürfte jetzt trotzdem down gehen. So ist es. Ich nutze mal kurz die Zeit zum Aufnahme resetten. Ich jetzt geladen, so sieht's aus. So, weiter geht's. Lux hat sich eine Majors geholt und schon 10 Aufladungen. Was ganz cool ist, sie ist noch nicht gestorben, 307. Ganz okay. Ich meine auch schon mit 5 Kills, 120 CS, 22 vor Ash. Das ist, denke ich, so ganz okay. Gut, es gab auch Leute, die hatten nach 20 Minuten bei der AIM schon über 200. Aber das ist jetzt vielleicht auch noch nicht ganz der Maßstab. Für mich zumindest. Ja, so, jetzt werden wir hier erstmal... Ah, okay, nee, 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 so, ich habe es eben einmal kurz durchgeguckt, weil ich nämlich hier aus dem Screen schon holen wollte. Das werde ich gleich mal noch machen müssen, da ja momentan der LOL-Recorder Riot hatte einen Bug in den LOL-Recorder implementiert, dadurch, dass sie scheinbar die Methode, wie man die, oder wie welche Statistiken im Spiel speichern, geändert haben. Wenn ich jetzt mal wieder ganz zügig nach unten gehen sollte, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Das ist einfach Tower, da hat noch genug eigentlich. Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich ja damit sagen wollte, wer Tijuana jetzt schon wieder hier total sinnfrei durch den Dschungel rennt. Und wahrscheinlich jetzt auch noch, ja. Und auch noch schön drauf geht. So, jetzt Gangplank Ulti. Das war ja so mal halbwegs sinnvoll. Wo bin ich eigentlich schon gemacht? Doch, ich bin ja auch da. Fällt mir gerade mal so auf. So, hinterher. Auch mehr oder weniger den Kill abgestaubt. Jetzt auf 500. Was ich aber jetzt eigentlich wirklich sagen wollte, ich werde jetzt mal hier unten noch die Wave weghole, war ja, das halt aus diesem Grund, dass ich ja mal das Verfahren geändert wurde, wie die Statistiken abgespeichert werden, jetzt momentan diese screen-technische Zusammenfassung im LOL-Recorder nicht funktioniert, die ich ja in den letzten Videos immerhin dran gehängt habe. Von deswegen muss ich also jetzt hier dann doch mal den In-Game-Screen diesen jenen verwenden, um euch das Ganze nachher dann nochmal zu zeigen. Vielleicht, wenn ich dran denke, man kann ja ungefähr gut abschätzen, wann das Spiel vorbei ist, werde ich dann mal kurz probieren und einen Screenshot machen oder einfach so im Game. Natürlich auch. So, wenn ich jetzt hier, na, da hatte ich versucht, Soraka mal eben zu töten. Aber Soraka mal eben töten ist halt doch nicht ganz so einfach. Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt erstmal hier vom Tower wieder weggedrückt, wenn Sejuani hier schon wieder schreibt, easy game. Das ist dann der Zeitpunkt, wo es immer steil bergab geht. So, jetzt sind wir auch lieber erstmal wieder zurück, denn vom gegnerischen Team ist gerade überhaupt keiner vorhanden. Da kommt auch Ash, den ich jetzt hier auch gesehen habe mit dem Hawkshot, aber ich denke, nicht hinter mir hergehen wird. So sieht's aus. Deswegen könnte ich mich jetzt eigentlich mal zurückporten. Könnte ich mal, aber nicht. Ich gehe erstmal, glaube ich, in Woolens holen. Okay, nein, eigentlich kann jetzt erstmal wieder Tejuani retten gehen. Die geht nämlich jetzt mal kolossal wieder sterben. So, werde ich jetzt hier von Ash irgendwie von hinten die ganze Zeit angeschossen werde, was ich überhaupt nicht gemerkt habe. Auch gerade nicht. Im Spiel aber scheinbar auch nicht. Das war jetzt nicht so intelligent. Keine Ahnung, weiß nicht mehr, was da passiert ist. Whatever, wir gehen jetzt wirklich erstmal zurück. Und machen Infinity Edge haben wir schon, machen Zielfall und... Ah, kaufen wir uns noch einen Cloak of Agility. Nein, also jetzt direkt hier Fettel Dancer machen. Währenddessen geht hier mal der dicke Fight um Baron los. Ja. Hat Warwick ihn weggesmited und ja, macht jetzt hier auch mal noch richtig Schaden auf Lux. Die stirbt jetzt normalerweise auch. Das war jetzt nicht ganz so clever, dagegen 4 bzw. 5 reinzugehen. Jetzt hier Warwick geht auf mich. Ich schieße ihn erstmal da weg. Jetzt kommt Sejuani auch noch von hinten. Ich kann jetzt einfach mal da rein. Ja, auch wieder vollkommen fail. Das war wirklich mal wieder nicht so gut. So, jetzt muss natürlich hier Gangplank mal wieder aufpassen.
mal wieder irgendwo hinter irgendeinem der gehen, genau wie jetzt glaube ich hinter. So sieht's aus. Ja, der Rocket Jump hätte es nicht mehr gemacht, hinter Soraka her. Warum jetzt Sejuani da noch wieder in den Busch reinrennt und wir vielleicht selber noch nicht mal wissen. Ja, deswegen, der Tower hat jetzt hier auch hinter sich, da brauche ich jetzt gar nicht mehr großartig was zu machen. Ja, didn't see Rumble. Schade eigentlich, müsste man da sagen. So, sehr schönes Light Binding auf, vielleicht nicht da auch noch hinterher. Ich natürlich jetzt hier direkt mal wieder alles ab, werde wahrscheinlich jetzt hier auf dummerweise noch sterben, das war jetzt nicht gut, aber ich vermute, zumindest einen kann ich noch wegholen, das war jetzt auch ein bisschen überaggressiv von mir, aber jetzt kommt hier auf jeden Fall gleich jetzt kommt die Power von Blitzcrank und dann holen wir Vladimir auch noch weg, das heißt im Endeffekt dann doch zwei Fans. Wow, das war verdammt knapp, der Ash Arrow, der war nicht schlecht geschossen. Ich habe auch jetzt mal ein bisschen angefangen auf der Truppe hinzufahren. Deswegen müsste ich jetzt auch mal ein bisschen aufpassen. Ich habe... Okay, achso, genau. Phantom Lancer auch schon fertig jetzt. Ist okay. 7-3. Statistik ist auch noch okay. 144 Farben. Geht auch. Wenn er jetzt auf dem gleichen Level wie Vladimir, der so der beste im gegnerischen Team eigentlich ist. Ja, machen wir jetzt direkt auf den Weg wieder zum Red Buff. Map Vision haben wir momentan eigentlich mal gerade gar keine. Blitzcrank fängt jetzt mal wieder an zu warden. Gangplank hat da oben vielleicht jetzt ein kleines Problem. Der Pingerrolle, wie bekloppt, dass er da oben einfach weggehen soll. Ich weiß nicht, das ist sowieso, ich habe manchmal echt das Gefühl, manche Leute haben die Minimap komplett ausgeschaltet. Also im Endeffekt, ich gucke eigentlich alle 2 bis 3 Sekunden auf die Minimap. Das ist wie beim Autofahren. Guck ich auch alle 2 bis 3 Sekunden in den Rückspiegel auf der Autobahn oder so. Man hat einfach viel besseren Gesamteindruck von der allgemeinen LOL-Fahrlage. Was jetzt der Juani da vorne schon wieder macht, weiß halt auch wieder keiner. Ja toll, der Flash wird jetzt sicherlich noch retten da. Ich denke eigentlich nicht, denn da kommt Warwick. Jetzt kriegt sie erstmal die Ulti ab und... Ich weiß nicht genau, wo bin ich? Ich bin da mal wieder rum. Ja, jetzt kommt erstmal hier Ash. So, dann machen wir erstmal einen richtig schönen Schaden. Mit dem Buster Shot haben wir sie in die ewigen Jagdgründe geschickt. Sejuani beschwert sich wahrhaftig noch, dass alle sie fokussen und sie gängen, wenn sie durch die gegnerische Base läuft. Das zeugt von erhöhter Spielintelligenz. Oh Gott. Ja, das hat jetzt von erhöhter Sprachintelligenz gezeugt. Spielintelligenz wollte ich natürlich sagen. Ja, wie gesagt, nochmal zur Sache mit der Minimap. Oh, jetzt hier Vladimir. Der könnte es jetzt auch hinter sich haben. Ich finde nämlich da auch gleich mal noch meinen Special Shot an, sodass er auch seine Heilung nicht mehr so effektiv dadurch bringt. Ulti macht mir jetzt aber auch nicht mehr wirklich viel Schaden, beziehungsweise kann ich das jetzt relativ zügig eigentlich wieder hochheilen. Fangen auch jetzt an richtig lustig zu farmen, aber wir sollten uns jetzt trotzdem erstmal wieder zurückziehen, denke ich. Blitzcrank geht jetzt zwar hier mal wieder lustig rein, deswegen drehe ich jetzt auch erstmal nochmal rum. Das war halt mal wieder total overextended. Ja, geht jetzt auch drauf, und zwar zu Recht. So. Sejuani meint, wir müssen jetzt zwingend Baron machen, was totaler Quatsch ist. Und ich glaube, ich habe die Karte mit der Sache mit der Minimap immer noch nicht zu Ende gebracht. Deswegen jetzt nochmal, Leute, guckt Minimap, wenn ich jetzt hier mal voll den Ash auffresse. Dann kriegt ihr auch mit, wo zum Beispiel Leute da sind und wo nicht. Wie Ash mich jetzt da gesehen hat, weiß ich gar nicht. Die muss also auf jeden Fall gerade da hergelaufen gekommen sein. Egal, trotz des Arrows habe ich mich da mit einem Rocket Jump noch retten können und kann mich jetzt ja auch schon mit
meine vampirischen Zepter und den immerhin 3% Lifesteal von der Klinge und woher musste ich ja eigentlich noch 3% haben? Ach genau, aus den Mastery. Das war ja sowieso euer Wunsch, dass ich auch mal noch die Masteries poste. Das werde ich, wenn ich dran denke, vielleicht sollte ich mir direkt mal aufschreiben, auch noch machen, denn eigentlich habe ich ja so für jede Klasse, die es eigentlich so gibt, eine ja spezielle Runenseite eigentlich auch, aber auch Mastery Page, mit der ich spiele. Das kann man sicherlich auch individuell noch ein bisschen anpassen. Wenn wir jetzt hier unten vielleicht mal vor mir gehen sollten. Oh, jetzt habe ich erstmal dummerweise direkt schon mal schön Rumble gefunden. So. Ich springe auf Warwick, presse auch direkt mal richtig dick die Ulti und ja, komme wahrscheinlich auch noch nicht mal genau wegen des Sands, noch nicht mal zum Wegflashen. Auf jeden Fall war das hier mal wieder ein ganz grandioser Fokus. War auch von mir, Gangplank zieht sich jetzt halt auch nicht zurück. Das sind halt die Leute, sobald das da unten losgeht, wird wahrscheinlich jetzt auch noch sterben, genau. Sobald die im Kampf sind, rennen die einfach drauf los und sehen nur noch Kills. So, Gangplank Ulti wäre halt auch eine coole Sache gewesen da in dem Teamfight. Der war ja jetzt auch lokal relativ begrenzt. Okay, why this engage again? Da muss ich mir vielleicht auch ein bisschen selber an die eigene Nase packen. Ja, Just Go Ash ist nicht ganz so einfach, wenn sie ganz hinten steht. Egal. Ja, Soraka hat scheinbar noch nicht mitgerichtet, dass die Lux Ulti einen Cooldown von ungefähr 5 Sekunden hat oder so. Ne, ich glaube auf Level 3 oder also Stufe 3 sind es noch irgendwie 25 oder so. Ja, ich weiß jetzt mal. Die hat sich jetzt nicht für den Farm dadurch geflasht, ne? Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Also noobig kann man denn sein. Das ist ja echt mal bitter. So, ich schreibe mal gerade noch schnell auf hier. Masteries. Masteries. So, zip. Sind wir wieder da. Da wäre ich beinahe wieder. Ja, auch wenn im Spiel irgendwie überhaupt gar nicht aufgefallen. Weiß gar nicht, ob die da geschossen hat. Vielleicht haben sie irgendwo da gewordet. Kleine Anzeige-Bug. Recorder. Auf jeden Fall ist mir der Ash Arrow im Spiel absolut mal nicht aufgefallen. Ich habe mir mittlerweile noch ein Fage geholt. Das sollte, glaube ich, auch eigentlich jetzt gleich irgendwann mal ein Frostsammer werden. Das geht in der Mitte hier großartig die Party ab. Und ich bin nicht da. Deswegen schreibt glaube ich auch einer irgendwie Wait for Trist. Genau, so ist es. Blitzcrank hatte dann doch halbwegs noch den Durchblick. Und ja, jetzt geht das nämlich los. Sejuani vor. Jetzt wird wahrscheinlich gleich der Grab von Blitzcrank kommen. So ist es. Wenn als Blatt wieder auftaucht, geht es direkt drauf. So, ich kriege hier direkt mal wieder richtig schön die Ulti ab. Ich wollte gerade weg so Rocket jumpen. Ja, und dummerweise haben wir jetzt in dem Fall wieder verloren und Gangplank rennt halt wieder einfach rein und will killen, killen, killen. Ja, jetzt geht der nächste down. Das war halt mal wieder sehr clever gemacht. Und jetzt fängt er auch noch an zu spammen. Ja, gibt halt Deppen und gibt Deppen. Oh, das... Oh, 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 oh. Das war ein sehr guter Flash von Lux. Und ich weiß gar nicht. Mit ein bisschen Glück. Ja. Sie escaped auf jeden Fall noch. Das war sehr gut. Auch wenn Warwick jetzt hier... Das wird verdammt knapp. Jetzt ihre Ulti mal noch gehabt hätte. Egal. Ja. Warwick steht auch immer noch in der Base. Jetzt kann er raus.
weil echt die Wave gepusht hat. Egal, auf jeden Fall, ne, Gangplank. Wenn du das sehen solltest, ich weiß, die Chancen stehen schlecht. Denk mal darüber nach, woran es liegen könnte, dass du ständig stirbst, wenn du einfach stumpf weiter in die Gegner rennst. So, jetzt habe ich hier allerdings gerade erstmal schön drei Gegner gefunden. So, erstmal schön raus mit Rocket Jump. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, es kommt aber da Soraka. Ja, Vision haben wir natürlich jetzt erstmal wieder gar keine. Jetzt kommt da, wie heißt der gute, Warwick. Den drücke ich direkt auch mal hier mein Gerät. Den Explosive Shot, damit er sich nicht so klein kann. Er hat natürlich jetzt hier erhöhte Geschwindigkeitsvorteile. Was glaube ich auch ein bisschen an mir lag, aber jetzt sollten sie ihn eigentlich haben, denke ich, genau. Ein bisschen an mir lag, weil er ja dann hier seinen komischen Blutgeruch da hat. Und ja, da wir jetzt scheinbar irgendwie mal drei Gegner, die anderen beiden haben die überhaupt gar nicht mitbekommen, weggeholt haben, werden wir uns jetzt auch direkt mal dem Herrn Nashor zuwenden. Hat überhaupt einer von uns irgendjemand Rickles? Nein, natürlich nicht, deswegen dauert das Ganze hier auch ungemein länger. So, da versucht jetzt auch irgendwer mit einer Ulti, nämlich Rumble, uns das Gerät da zu stehlen. Warum jetzt Tejuani da wieder reinrennt wie so ein geisteskrankes Huhn, weiß man wieder nicht genau. Hier ein sehr schöner Grab wieder von Blitzcrank. Ich denke, den Kill werde ich noch abstauben. Rumble dürfte jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wegkommen. Ja, der Rocket Jump war jetzt auch nicht mehr so nötig. Auf jeden Fall habe ich den Kill auch noch bekommen. Sehr schön, wieder ein Doppelkill, mittlerweile 12-5. Tejuani geht und geht nicht zurück. Da kriege ich ja auch immer eine Waffel, wenn so Leute dann einfach nicht zurückgehen. Sie wasted in Baron, wenn sie da jetzt dann verreckt. Und zwar zurecht, und Gangplank steht wahrscheinlich jetzt auch noch. Ja, die Ulti war natürlich jetzt auch wieder... So, jetzt haben wir auf jeden Fall Ash schön gefokust. Als nächstes wird dann jetzt hier Warwick herangehen. So sieht's aus. Sonst war Sejuani noch mit, aber gut, die ist selber schuld. Da habe ich jetzt auch nicht mehr großartig Mitleid mit. Ja, Gangplank schafft sogar noch Soraka da wegzuholen. Das war ganz gut. Wir werden uns jetzt, denke ich, dem Mid-Tower zuwenden. Den Blitzcrank hält er scheinbar nicht ganz so viel von. Egal. Jetzt sollte, ja, oder so. Man kann sagen, jetzt sollte Gangplank sehen, dass er da wegkommt. Oder wir machen halt den Tower kaputt. Das geht natürlich wahlweise auch. Und ja, als nächstes dann jetzt noch der Tower hier. Jetzt hier schön mit dem Rocket Jump über die Mauer. Also Punkt Escape Ability ist natürlich die gute Tristana ganz weit vorne dabei. So, hier auch wieder Rapid Fire angemacht und ja, dann hat der Tower doch recht zügig hinter sich. So, jetzt kommt hier Blitzcrank. Der Grab geht leider ins Leere. Aber, okay, der geht mal ins Leere. Jetzt müssen wir uns hier mal Rumble zuwenden. Hier habe ich direkt auch mal ein Exhaust gedrückt. Rapid Fire auch noch weiter drauf genagelt. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier direkt wieder die Ulti von Warwick. Ist ja jetzt nichts Neues. Und jetzt war der Zeitpunkt, wo die Leute sich einfach mal zurückziehen sollten. Ja, Lux flasht auch. Warwick sieht mich dummerweise auch immer noch. Das CV sieht mich auch immer noch. Nein, wir werden jetzt bestimmt nicht Dragon machen. Die ist so hohl, ohne Witz. Die ist so dämlich. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen hochliegen, aber ich habe jetzt auch echt kein Mitleid mehr mit der Tante, wenn die jetzt stirbt. Das ist mir vollkommen egal. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal noch hier. Ja, meine Ulti auf Ash drauf genagelt. Leider nicht mehr geholfen. Und ja, jetzt fragt mich Gangplank, warum ich afraid bin. Hm, weil sie zu fünf waren und wir zu dritt mit einer total geisteskranken
Tank-Tante. Egal, unsere Super Creeps fangen jetzt hier mal lustig an, die Base zu zerlegen. Ich denke, der Inhibitor dürfte jetzt auch drauf gehen. Auch wenn hier unser Tower jetzt wahrscheinlich auch fällt. Das ist nicht so schlimm. So. Nur mal gucken, ob Soraka die Waves wegnehmen kann. Nein, kann sie nicht. Da ist der Inhibitor weg. Ich habe ein weiteres BF-Sword. Frozen Mallet ist auch fertig. Das heißt, der Blutdürster kann also gleich kommen. Jetzt hat Lux noch wen weggeholt, nämlich Ash. Das war ganz gut. Wir fangen jetzt Lust hier zu farmen. Werden wahrscheinlich jetzt auch einen Dragon machen, wenn er noch da ist. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Los, Lux. Lux hat auch 20 Aufladungen auf der Majors, was natürlich bei 8.1.21 nicht verwunderlich ist. Und jetzt geht das Ganze doch hier auch schon wesentlich schneller, da poppen die 800er Crits dann doch relativ zügig raus. Jetzt hier habe ich auch noch Blue mitgenommen, das gar nicht mehr gekriegt, ist auch eigentlich ja egal, ich kriege hier schön. Regroup and Finish. Der Lux schlägt den gegnerischen Vladimir vor, in Zukunft doch besser nicht mehr Vladimir zu spielen. Das hat er so. Vladimir 18. Na gut, haben wir schon bessere gesehen. Ich bin auf jeden Fall hier mit 13,5 eigentlich zumindest so Top Killer. Top Assassin in dem Falle. Lux hat aber insgesamt auf jeden Fall auch an mehr Kills teilgenommen. So, jetzt werden wir uns hier mal aufstellen und dann hoffentlich das Ganze beenden. Ja, Ash hat jetzt irgendwie überhaupt keine Freude mehr. Wie muss ich das mal Strahler nehmen? Egal, Ash ist weg. Ich denke, Warwick dürfte jetzt hier auch relativ zügig fallen. Die Ulti von Vladimir, die jetzt aber ja, schon noch Mistschaden macht, aber jetzt doch nicht so wirklich. Mein Team haut hier lustig auf Vladimir rum. Ich hau lieber lustig auf den Tauern rum, denn das hat dann im Endeffekt doch mehr Wirkung. Und jetzt gucken wir mal schnell hier noch auf Scoreboard, Screen, wo Screen da ist, Screenshot. So. Und dann ist der Nexus kaputt. Ja, sehr schön. Ich glaube, am Ende habe ich auch keinen. Oh, mein Team lacht sich kaputt. Keinen Kill mehr bekommen, deswegen war es wahrscheinlich dann irgendwie sowas wie 13,5. Ja, das Ganze hätte dann wahrscheinlich doch deutlich schneller gehen können, wenn vielleicht unsere Junglerin dann nach ihren 2 oder 3 erfolgreichen Kings nicht total überdreht hätte, total einen auf Rambo-Wildsau gemacht hätte. Wobei sie auf einer reitet. Egal, trotzdem gewonnen und ich denke, das war auch vollkommen verdient. Am Ende unten auch outgefarmt und auch ohne großartigen Ganks gegen Ash dann doch gewonnen, auch weil der Blitzcrank eigentlich so ganz gut unterwegs war. Ja, wie gesagt, jetzt im Anhang kommt der etwas andere Final Screen aufgrund des mit dem LOL-Recorder und dann werden wir mal gucken, was jetzt hier so als nächstes Let's Play irgendwann ansteht. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play League of Legends. Ich bin Einstein Ninjo und raus für heute. Macht's gut. Ciao.